Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, ich gehe ein bisschen raus, hab dahingestellt und bin hier in einer wunderschönen Gegend und möchte einfach mal den Frühling genießen. Mal weg von diesem ganzen verdammten Scheiß, der momentan abgeht. Die Gedanken freikriegen. Ja, es sind ja schwere Zeiten angebrochen, kriegt man jeden Tag mit. Und wahrscheinlich, wenn ich hier mit euch quatsche, sieht die Situation draußen schon wieder komplett anders aus, weil die Videos ja immer ein paar Tage zurückliegen, logischerweise. Tja, also wenn ihr dabei sein wollt, ich werde ein bisschen in der Hängematte rumhängen, was zu essen machen und so, den Tag einfach genießen, dann bleibt's mal dran. Sehr schön hier, wenn Platz hat, ein gemütliches Machen. Ja, sieht man fast nicht, aber hier habe ich so eine Ridgeline gespannt jetzt bei der Hängematte. Und da habe ich so Sackerl, da kann ich da ein bisschen was reinmachen. Das ist selbst genäht, habe ich zwar nicht selber gemacht. Das Sackerl da, das ist aus von einer alten Hängematte vom Moskitonetz. Das hat meine holde Freundin genäht für mich. Super, passt. Heute mache ich mir mal wieder die Dinger hier zum Essen. Jetzt habe ich einen anderen Topf dabei und den Trandia. Da geht es vielleicht dann ein bisschen besser. Bin mal gespannt. Schön weich die Nudeln, das Wasser ist schön eingekocht, weitgehend, und angehängt ist jetzt gar nichts, also nicht so wie beim letzten Mal. Und ja, es liegt wahrscheinlich auch an der Beschichtung und der Größe des Topfes, ist halt alles ein bisschen besser. Und der Trangia, der brennt ja auch nicht ganz so in der Mitte, das ist natürlich cool, passt. So, na dann, Mahlzeit. Schmeckt so lecker, das Zeugel. Das muss ich mir für so Tagestouren wiederholen. Mal besser als so eine chinesische Suppe oder ja, einfach
super lecker und beim letzten Mal weiß ich, dass es ewig satt macht, also passt einfach. So, jetzt esse ich erstmal, bis später. So Leute, es ist mittlerweile recht kühl geworden, darum habe ich den Underkilt noch drunter gemacht. Ja, ich werde noch ein bisschen hier sitzen bleiben und die Zeit genießen. Bin froh, dass ich von diesem ganzen Alltagsstress, Wahnsinn gerade mal ein bisschen weg bin. Wie ich vorhin schon gesagt habe, schlechte Zeiten, jeder weiß es, jeder kriegt es mit, jeden Tag. Und möchte dazu auch noch ein paar Worte sagen, beziehungsweise gar nicht über das Thema an sich, sondern ich möchte euch einfach mal eine gute Zeit wünschen. Ich hoffe, wir kommen da alle gut durch und bleibt es mir gesund. Schöne Grüße an meine Freunde überall von der Schweiz bis Österreich. Bleibt es auch gesund. Ja, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Ist nicht lustig. Und wir alle hoffen, dass das eben irgendwie zu Ende geht und keinen anderen komischen Weg verläuft. Man kann nicht hinter die Kulissen schauen, aber ja, behaltet die Nerven. Diese Raserei mit dem Einkäufen und so, das weiß ich nicht. Also jeder von uns, der hier draußen ist, hat sowieso irgendwie Erfahrung damit, mit dem Ganzen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt momentan nicht die Idioten, sondern eigentlich die Leute, die ja mehr oder weniger sich darauf irgendwo vorbereitet haben. Wie dem auch sei, wünsche ich euch alles Gute. Mal sehen, wie ich die Videos hier auf meinem Kanal, also wie oft ich was hochladen werde. Es kommt darauf an, wie das Ganze weitergeht, wie oft ich hier rauskomme und dies und das. Ansonsten, wir hören uns, sehen uns hier auf meinem Kanal sowieso. Und ja, auch das BC-Treffen wird jetzt erstmal, also werde ich auch lahmlegen für dieses Jahr, beziehungsweise auf jeden Fall im Sommer nicht machen. Beziehungsweise kommt halt drauf an, wie das Ganze eben verläuft. Ansonsten haltet die Ohren steif, passt gut auf euch und ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst hier bei mir. Also dann, haut's rein. Ciao.